Wenn Sie Fragen haben, ich weiß so ziemlich alles über Edo Zank. Teile davon nicht ich auch bereits Sie sind zu. Edu, nachdem er 2009 ja hier im Rathaus zwei sensationelle Konzerte hatte und letztes Jahr auf dem Sommerfestival auf Gut Ferl als einer der Headliner abgeräumt hat und im Grunde genommen dem Sommerfestival sein Stempel aufdrückte, sind wir stolz, dass wir ihn zu seiner neuen CD-Vorstellung, wo er ein paar ausgesuchte, sag ich mal, Konzertseele, wo auch das kleine, niedliche, aber feine Rathaus in Stur hoffentlich dazu gehört, sich ausgeguckt hat, um seine neue CD vorzustellen. Ich sitze jetzt hier das dritte Mal, glaube ich, wissen Sie? Ja. Und es ist genau, was man sich wünscht, dass man durch seine Arbeit, durch die Kontakte mit den Konzertbesuchern und anderen Freunden, dass sich Freundschaften, Traditionen bilden. Wie schön, dass man sagen kann, dass in Stur auf jeden Fall, in Bremen zunehmend auch, weil der Rundfunk dort uns auch sehr wohlgesonnen ist, wir jetzt hier ein Stück Land erspielt haben, das uns mag und umgekehrt. Es war eine ganz klare Sache irgendwie, also es hängt immer an Menschen. In dem Zusammenhang hängt es logischerweise an unserem sehr dynamischen und sehr leidenschaftlichen Helmut, der irgendwie Musik liebt und Leute leiten kann, die das auch tun. Und durch dieses persönliche Engagement und die Offenheit hier auch der Gemeinde sind diese Dinge möglich. Ein großes Glück. Ich freue mich, diese Tradition fortsetzen zu können und Leuten, die schon mal ein Edo Zanki-Konzert gesehen haben oder vielleicht auch noch nicht, mit neuem Material zu überraschen von unserer Platte, natürlich nicht nur, weil wenn sich jemand irgendwie freut, etwas Bestimmtes zu hören, dann kann man nicht unter dem Hinweis, alles ist neu und es wird überhaupt gar nichts mehr gemacht, was eigentlich Klassiker sind, die man Glück hat, selber ein Teil davon zu sein. Das wird es logischerweise auch geben, aber wie gut, dass man derselbe bleiben kann und doch immer wieder was Neues. Ich glaube, ich bin mir bei der Platte interessanterweise, obwohl die Entstehung gar nicht so intim war, wie manche anderen Platten das von mir waren, da habe ich dann alles selbst gespielt und alles selbst geschrieben. Und diesmal hat meine jetzt hier auch bekannte Gruppe, mit der ich schon dreimal hier war, wir haben auf allen Ebenen zusammengearbeitet. Es wurde textliche Beiträge kamen, Kompositionen kamen, Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben. Und trotzdem ist das eine Platte, wo ich mir so nah gekommen bin, wie ich mir noch nie gekommen bin, interessanterweise. Möglicherweise liegt es daran, dass das Team der mitarbeitenden Menschen mich mittlerweile auch sehr, sehr gut kennt, auch musikalisch sehr gut kennt. Ich glaube, es ist ein schönes, interessantes musikalisches Kleid geworden. Und ich fühle mich da sehr, sehr wohl dran. Yeah.
entscheidet man dann, dass man sagt, der Song, der ist für mich selbst, für mein neues Projekt und den gebe ich jemand anderen für ein anderes Projekt? Ich schreibe eigentlich nie auf Halde, so gut wie nie. Es gibt Kollegen von mir, die haben einen Einfall, dann halten sie den fest und dann gucken sie, wo das eventuell passt. Ich bin immer stark motiviert durch die Person, für die ich schreibe oder für den Zweck, um den es geht. Also wenn ich für Tina Turner schreibe, stelle ich mir Tina Turner vor. Wenn ich für Ulla Meinecke schreibe, stelle ich mir Ulla Meinecke vor. Wenn ich für Thomas D. oder André Heller schreibe, stelle ich mir, ich verliebe mich in diese Person. Und stelle mir vor, was für eine Musik würde ich von ihr oder ihm gern hören. Und das ist für mich eine starke Motivation. Und deswegen brauche ich keine Titel zurückzuhalten. Denn wenn ich an meine Platte denke, denke ich, auf was hätte ich jetzt gerade Lust? Und dann die Stücke bauen sich quasi, die suchen sich ihren Platz in der Welt. Was ist noch so ein musikalisches Ziel? Sie machen das Ganze nicht erst seit gestern. Gibt es irgendein Ziel, wo Sie sagen, das habe ich noch nicht erreicht, noch nicht geschafft, da muss ich noch hin? Ja, natürlich. Ich möchte noch älter werden und möchte noch besser das können. Ja, möchte mich noch vervollkommnen in dem, was ich tue. Mit einem noch besseren Background. Je mehr man gelebt hat, umso mehr versteht man hoffentlich von sich, von anderen. Man beginnt vielleicht nicht mehr für sich selbst zu singen. Als 20-jähriger Mann singt man vermutlich immer nur für sich selber. Bestenfalls noch für seine Angebetete. Wenn man 58 ist, gibt es neben einem noch relativ viele andere Leute, die einem sehr nahe sind. Und man singt vielleicht auch für sie und ihre Aspekte des Lebens. Ja. Und schaut über den ganz eigenen Tellerrand besser hinweg. Musik.